Sehen Sie jetzt Cash TV mit Swisscanto Anlage und Vorsorge, dem Hauseigentümerverband Schweiz und green.ch, dem sympathischen Anbieter für Internet, TV, Hosting und Datacenter. Die chinesische Wirtschaftsmetropole Shanghai. 22 Millionen Einwohner zählt die Stadt. Der höchste Wolkenkratzer ist fast 500 Meter hoch. Noch höhere sind im Bau. Guten Abend und herzlich willkommen bei Cash TV Spezial aus Shanghai. Die boomende Wirtschaft in China lockt auch immer mehr Schweizer Unternehmer an. Doch ganz so einfach ist es nicht, im chinesischen Markt Fuß zu fassen. Studenten der Fachhochschule St. Gallen sind im Auftrag des Unternehmers Edgar Oehler nach Shanghai gereist, um Marktabklärungen zu machen. Wie sie sich in der Fremde geschlagen haben, weiß Fritz Spring. Tongji-Universität. Die Statue Maos wacht über 50.000 Studenten auf diesem Campus. So viele wie die Stadt Biel Einwohner hat. Unter ihnen auch drei Studenten der Fachhochschule St. Gallen. Alexandra Alder, Berat Menlikli und Roman Wild. Sie bilden zusammen mit drei chinesischen Studentinnen der Tongji-Universität ein Team für das Consulting Project China. Für alle eine große Chance. Ich habe von dem Projekt gehört, es ist uns präsentiert worden. Dort habe ich sehr schon gedacht, wow. Ich meine, wir haben schon mal die Chance, auf China zu gehen, um ein Projekt zu machen mit Chinesen. Und zum anderen auch ein Projekt auf Englisch schreiben. Wir haben bis jetzt meistens nur auf Deutsch Arbeiten geschrieben. Und das war sicher die grösste Herausforderung und für mich jetzt auch die grösste Motivation. Weil schlussendlich kann man sich mit diesem Projekt bewerben für später. Und ich denke, das ist sicher eine sehr gute Gelegenheit auch. So sieht ein möglicher Arbeitgeber auch, dass man international bereits Erfahrung hat, auch in Englisch bereits ein Projekt gemacht hat und sich gleich auch schon ein bisschen mit dem chinesischen Markt auskennt, ein bisschen die Spielregeln kennt. Und von dem her denke ich, das ist sicher interessant für jeden Arbeitgeber. Ja. In my part, so kann ich einen kleinen Beitrag zu den chinesisch-schweizerischen Beziehungen leisten. Switzerland relationship. That's all. Das Projekt des gemischten Teams? Sie müssen für die Schweizer Firma STI Hardchrome eine Marktstudie erstellen. STI Hardchrome gehört zu Edgar Oehlers Arbonia Forster Gruppe. Keine leichte Aufgabe, denn es gibt keine genauen Daten zum chinesischen Markt. Die verfügbaren Statistiken sind alt und überholt. Das Team hat sich ein Callcenter eingerichtet. Hardchrome. In Chinese it's Dien Du. Mit Telefoninterviews versuchen die Studenten, an potenzielle Kunden für Hardchrome heranzukommen. Hardchrome befasst sich mit Oberflächentechnologie. In den nächsten Tagen werden sie 300 Firmen für die Marktstudie kontaktieren. Und, sind Sie in den meisten Telefonen erfolgreich? Also ich habe eine Quote von etwa 0% mit Interviews erreichen. Aber ich denke, es bringt... Beim einen oder anderen bringt es etwas, wie mir vielleicht anläutet, weil sie merken, dass Europäer interessiert sind an dem Produkt. Aber es scheitert meistens am Wort Hardchrome, weil da verstehen sie einfach auf Englisch nicht. Und dann gehen wir es meistens weiter zu den Chinesinnen, weil sie können es dann auf Chinesisch erklären. Hold on, please. Ab und zu gibt es auch einen Volltreffer. Ein persönliches Interview vor Ort bei einer chinesischen Firma. Freude im Team und bei der Betreuerin, die die Studenten koordiniert. Bei der chinesischen Firma Chuan hat es geklappt. In Wuxi, eine Stunde von Shanghai entfernt, treffen sich Alexandra Alder und Xing Jiema mit den Produktverantwortlichen. In unserem Projekt analysieren wir den chinesischen Markt in der Region rund um Shanghai. Und wir suchen Unternehmen, die die Produkte der Firma Hardchrome verwenden. Die Firma Chuan stellt Maschinenteile her und könnte ein potenzieller neuer Kunde für die qualitativ besseren Produkte der Schweizer Firma sein.
Auf einem Fragebogen auf Englisch und Chinesisch notieren die Studentinnen ihre Recherchen für die Marktstudie. This is Chrome. Wie ist es gelaufen? Ich kann nur sagen, es ist super gelaufen. Wir haben hier einen Market Leader verwischt, der wirklich eine Top-Qualität braucht. Also, wo wirklich, also man kann sagen, STI kann die fangen. Ich kann sagen, wir haben gute Qualität und die brauchen da auch. Also sie haben Qualität. X-mal haben sie das Wort erwähnt, also ihnen ist das sehr wichtig. Der Preis ist eher zweitrangig. Das Interview ist also wirklich in die Richtung geflasht, kann man fast sagen. Ein Erfolgserlebnis für Alexandra Alder. Auf einem Rundgang zeigt ihnen Jiang Kefang von der Firma Chuan schlecht gearbeitete Teile, wie sie die Firma von bisherigen Lieferanten erhalten haben. Für Alexandra Alder ist der Fabrikbesuch etwas Besonderes. Ich war noch nie in einer chinesischen Produktion und ich bin wirklich sehr überrascht, noch positiv überrascht, weil alle Räume sind besetzt. Meine Kollegen haben auch schon dürfen die Produktionen anschauen und dort sind ein bisschen andere Geschichten hineingekommen. Und da ist jetzt wirklich, man sieht, da wird geschafft. Die produzieren für gute Kunden und man merkt, dass sie Market Leader sind. Samstag, einziger Ruhetag während des 10-tägigen Aufenthalts in China. Die Studenten besuchen die Shanghaier Altstadt. Und auch die vielen Touristen, die sich am alten Teehaus vorbeischieben, stören die Studenten nicht. Man sieht überall Leute. Das ist natürlich schon mal etwas ganz anderes. Wenn man durch Zürich läuft oder Bahnhofstrasse, ist es komplett etwas anderes wie jetzt hier. Aber es ist wirklich eine absolut geniale Stadt. Also der ganze Blick, die ganze Stadt mit den Hochhäusern und allem, das sieht man selten, muss ich sagen. Also ist absolut genial. Die Zusammenarbeit mit den chinesischen Studentinnen hat sich gut entwickelt. Trotz kultureller Unterschiede. Great. Bis jetzt läuft es sehr gut. Aber wir sind jetzt auch momentan noch ein bisschen vorsichtig, was das anbelangt. Weil man weiß halt nie, wie es nachher rauskommt, wenn wir zurück in der Schweiz sind. Weil sie sind halt nie so direkt wie wir untereinander kommunizieren. Aber jetzt zur Zeit läuft es wirklich sehr gut. They are very warm-hearted. Die Schweizer sind warmherzig und wir arbeiten sehr viel. Es ist eine schöne Erfahrung für mich. Hoch über der Stadt in der 21. Etage. Sonntagnachmittag in der Tongji-Universität. Die Schweizer Studenten bereiten zusammen mit den chinesischen Studentinnen die Präsentation ihrer Marktforschung für ihren Kunden vor. Es geht gegen Mitternacht. In der Hotelhalle fügen die Studenten die letzten Grafiken ein. Denn am Montagmorgen muss die Präsentation bereit sein. Dann werde ich auf Zeit fertig. Ich meine, Tage 24 Stunden, 23 Stunden davor können wir arbeiten, eine können wir schlafen. Von dem her werden wir ganz sicher fertig, ja. Montagmorgen. Heute ist der große Tag für das ganze Team. Mit dabei ist auch Peter Müller. Er ist der Leiter Wissenstransfer an der Fachhochschule St. Gallen und hat dieses Studentenprogramm initiiert. China ist der Markt mit dem größten Wachstum in der Weltwirtschaft und wird auch über kurz oder lang der größte Markt überhaupt sein. Dass wir als grosse Volkswirtschaft in der Schweiz mit dem Markt konfrontiert sind, ist klar. Und wir brauchen die Leute, die ein Know-how für den Markt haben. Gleichzeitig ist es sehr spezifisch. Ganz andere Kultureigenheiten. Und die gilt es entsprechend auch in der Ausbildung zu berücksichtigen. Die Fahrt dauert rund eine Stunde. Im Schritttempo durch den Morgenverkehr von Shanghai. Viel geschlafen? Nein, nicht wirklich. Ich habe mein Versprechen von gestern fast realisiert. 23 Stunden geschafft und eine Stunde Schlaf kommt fast her. Ja, nein, nicht viel geschlafen, ja, kann man sagen. Die Studenten feilen noch ein letztes Mal an ihrer Präsentation. Jetzt muss alles klappen. Das Hauptquartier der Firma AFG für Asien und Pazifik. Der Ex-Verwaltungsratspräsident und Unternehmer Edgar Oehler nimmt sich extra Zeit für die Studenten. Er hat die Marktanalyse für die STI Hardchrome in Auftrag gegeben. Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule? Das ist sehr wichtig, weil wir damit auf einfache Art und Weise und geschwind und mit Studenten, die sich hier rein arbeiten, einen Überblick bekommen, was wir machen können. Das ist aber erst eine erste Stufe. Nachher müssen wir durch massiv intensiver gehen, weil wir
ein grosser Markt, ein sehr grosser Markt China sind für unsere Produkte und vor allem Oberflächentechnologie. Eine der Aufgaben des Projektteams war, die relevanten Wirtschaftszonen Chinas zu bestimmen, um dann potenzielle chinesische Kunden für die Oberflächentechnik zu finden. Edgar Oehler ist seit 30 Jahren in China tätig. Sein Wissen gibt er gerne an die Studenten weiter. Auch nach dieser ersten Präsentation wartet noch einige Arbeit auf die Studenten. Hätte es Ihnen das geholfen, diese Präsentation? Hat mir geholfen, es ist ein Anfang, es ist die Grundlage und darum auch meine Ausführungen, woher das gehen sollte und wann wir sind und vor allem, wenn Sie noch ein bisschen besser und massiv besser verstehen, was wir machen. Das Potenzial für qualitativ hochstehende Produkte in China ist riesig. Was das konkret bedeutet, erklärt der Asienchef Felix Appli. Wisst ihr, wie viele Millionäre es in China gibt? 180.000. Und die können sich das leisten. Wir müssen sie nur finden und überzeugen. Felix Appli würde Studentenprojekte wie dieses gerne als obligatorisch erklären. Wenn ich König von der Schweiz wäre, würde ich verfügen, dass jeder Schweizer mal 3 Monate auf China arbeiten kann, weil dann würde er eine neue Welt kennenlernen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir uns bewusst wären, was da aus China für uns zukommt. Die Leute, die sind wissbegierig, die sind intelligent und die sind sehr schnell. Und zudem arbeiten sie sehr gerne. Und das ist für die Schweiz eine Herausforderung. Wir leben vom Export. Das nützt nichts, wenn wir uns versuchen, einzumauern in unseren Traditionen. Ich bin sehr ein traditioneller Schweizer, aber wir verdienen das Geld im Ausland und wir müssen etwas dafür tun. Und wir müssen die Chinesen beachten. Changzhou-Provinz, 150 Kilometer westlich von Shanghai. Edgar Oehler zeigt den Studenten sein neuestes Werk. Die STI Hardchrome baut hier eine Fabrik. Das ist jetzt der erste Neubau, den die AFG oder die STI Hardchrome baut, hier in China. Das ist ungefähr gleich, wie man es ausbaut, in den gleichen Materialien. Alles mit Aluminium und es hat auch einen Haufen rund, oder mindestens einen Teil rund. Wir haben hier Gelände von etwas über 5 Hektaren, wo wir sukzessive ausbauen. Die Baukosten betragen 30 Millionen Franken. Ein Drittel davon kostet der Umweltschutz. Als einziger Betrieb in China gelang es Oehler, die Bewilligung für die Produktion mit der hochgiftigen Chromsäure zu erhalten. Mit einem Selbstversuch überzeugte er die Behörden. Wir haben die rübergekommen, weil wir können beweisen, dass wir sauber sind. Wir haben hier Wasser, sauberes Wasser, das rauskommt, das reinkommt. Innen wird giftiges Material gebraucht und hinten geht dann noch sauberes Wasser raus. Und als Beweis habe ich dort Wasser getrunken, wo das Wasser reinkommt, geht das Gift durch und hinten kommt es gut raus, noch sauber raus. Und dann habe ich auch hinten dran Glas getrunken und da war die Regierung überzeugt, es ist sauber. Obwohl Edgar Oehler nicht mehr Verwaltungsratspräsident der Arbonia Forster Gruppe ist, engagiert er sich beim Bau und ist sehr oft vor Ort. Ich bin jeden Monat mal da, weil es einen Haufen zu entscheiden gibt. Und, weil wir unsere Anforderungen haben. Also nicht mehr vom Bau, sondern von der Behörde. 50 Mitarbeiter werden bei der STI Hardchrome arbeiten. Gegen Ende Jahr soll sie in Betrieb gehen. Sein größtes Problem, die Stromversorgung klappt noch nicht. Ende Mai sollten wir Strom haben. Ohne Strom läuft die Fabrik nicht. Ohne Strom keine Produktion. Kein Einkommen für Mitarbeitende und kein Ertrag für viele Unternehmen. Dann haben wir eine super, die schönste, modernste und Hightech-Fabrik in China. Aber wir können nicht produzieren und dann geht es nicht. Dann müssen wir die einfach massiv unter Druck setzen und fast erpressen. Edgar Oehler ist zwar der größte Aktionär der Arbonia Forster Gruppe. Bestimmen kann er aber nicht mehr wie früher als Verwaltungsratspräsident. Dennoch, ans Aufhören denkt Oehler nicht. Ich bin jetzt schon für ein Haufen Projekte angefragt worden, ob ich noch mitmache. Ich muss das in aller Ruhe überlegen. Das ist noch schwierig, so. Das Werk loszulassen. Ja, wissen, wenn Sie das Leben lang 2 Leben gelebt haben, 16 bis 17 Stunden jeden Tag geschafft, ich habe ja von Gips angefangen und nachher weiter, Parlament und Journalismus und die Firmen aufbauen.
Danach möchte ich jetzt einmal einen normalen Arbeitstag leben. Und der normale Arbeitstag ist für mein Leben lang bis anhin 15 Stunden plus gewesen. Und jetzt ist er dann zwischen 8 und 10. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe mal Recht auf Ferien. Nach dem Besuch der neuen Fabrik ziehen die Studenten ein erstes Fazit. Sehr spannend gewesen. Jetzt haben wir mal die Produktion Städte selber gesehen. Jetzt haben wir eine Vision, wie für wer das wir überhaupt arbeiten. Und man merkt, dass ihm das Projekt sehr am Herzen liegt und dass er sich extra Zeit genommen hat. Also man fühlt sich auch geehrt als Student, wenn sich so eine Persönlichkeit Zeit nimmt. Abschlussabend in einem Shanghaier Restaurant. Nach 10 Tagen China gilt es, Abschied zu nehmen. Das ist natürlich sehr förderlich für die ganze Karriere. Ich meine, das, was wir hier gesehen haben, das können Leute in unserem Alter können das wenige behaupten, dass sie schon so etwas gemacht haben, schon so etwas erlebt haben und vor allem auch Zusammenarbeit mit Chinesen gemacht haben. Wir haben in chinesische Firmen reingeschaut. Wir konnten schauen, wie sie arbeiten, wie sie Business machen. Und da hat es doch einige Unterschiede zu der Schweiz. Für meine Zukunft habe ich gelernt, wie man mit einer anderen Kultur zusammenarbeiten kann. Ich denke, für mich wird das etwas bringen in meinem späteren Geschäftsleben, sage ich jetzt mal so. Weil man trifft immer öfter auf andere Kulturen im Business. Von diesen Erfahrungen werden Sie noch lange zehren. Zwei Schweizer Firmen, die schon länger in China produzieren, sind der Maschinenbauer Bühler und das Sanitärunternehmen Geberit. Ihr Ziel: Schweizer Qualität, made in China. Der Studienleiter der Fachhochschule St. Gallen, Peter Müller, besucht die beiden Firmen, um Einsatzmöglichkeiten für seine Studenten abzuklären. Denn an Informationen über den chinesischen Markt sind auch etablierte Firmen interessiert. Fritz Spring. Unterwegs nach Wuxi. Eine Fahrstunde von Shanghai entfernt. Peter Müller ist Professor an der Fachhochschule St. Gallen und hat die Studentenprogramme in China initiiert. China fasziniert mich in dem Sinn, dass da eine gewaltige Entwicklung auf allen Ebenen passiert, wo sich eine Gesellschaft verändert, eine Denkweise verändert, eine Wirtschaft passiv wächst. Von diesem Boom will auch die Fachhochschule St. Gallen profitieren. Für seine weiteren China-Projekte besucht er Schweizer Firmen in Shanghai, die an einer Zusammenarbeit mit seinen Studenten interessiert sind. Dieter Vögtli lädt Peter Müller zur Nudelsuppe ein. Und kann hier leicht erklären, was die Schweizer Firma Bühler herstellt. Denn alles, was der Konzern produziert, findet sich wieder beim Besuch eines chinesischen Nudelrestaurants. Wir produzieren heute Maschinen, wo wir das Mehl machen, wo man für die Nudeln braucht. Oder? Wir sind dran, auch die Maschinen zu entwickeln, damit man die Nudeln selbst industriell herstellen kann. Hier werden sie von Hand gemacht. Oder? Und jetzt, also auch die PET-Flaschen für das Trinken, das dazu gedrungen wird, kommt auch von unseren Maschinen. Oder? Das ist also grundsätzlich ziemlich breit abgestützt im Messwarenbereich. Sie kommen gar nicht an Ihrer Firma vorbei? Nein, eigentlich nicht, weil selbst das Geld, das wir zahlen, ist gemacht von unseren Maschinen. Also, wir haben immer irgendjemand, du bist immer im Büro zusammen, das stimmt. Ja. Woman. Dieter Vögtli kennt China wie seine Westentasche. Er ist seit 15 Jahren hier, die letzten 6 Jahre als Präsident der Bühler-Gruppe China. Okay. Ich glaube, die grösste Herausforderung ist wirklich konkurrenzfähig mit den lokalen Competitors. Das ist für uns der ultimative Test, würde ich sagen. Als Schweizer Unternehmen ist das noch schwierig, oder? Ja, ich glaube, schwierig ist auch, wenn wir zwischen ihnen mit unseren eigenen Assumptions wieder challengen. Wenn wir fragen, wieso machen wir gewisse Sachen? Wir haben gewisse Sachen, machen wir seit Jahren in einer gewissen Art. Wo wir plötzlich merken, die gelten eigentlich nicht unbedingt. Die Bühler-Gruppe ist weltweit Marktführer bei den Produktionsanlagen für die Mehlherstellung, der Futtermittelverarbeitung, aber auch für die Pasta- und Schokoladeherstellung. Peter Müller lässt sich die Halle für den Zusammenbau zeigen. Seit seinem letzten Besuch vor 3 Jahren hat sich das Produktionsvolumen verdoppelt. 4 Pressdruckmaschinen werden derzeit im Monat ausgeliefert. Bühler sollte aber 20 Pressdruckmaschinen pro Monat liefern. Nun muss eine neue Fabrik her. Momentan mögen wir nicht auf. Momentan sind wir eben eine neue Fabrik am Bauen, damit wir in Zukunft wieder dem Demand mithalten können. Der Demand ist überrennt. Was hat man nicht vorausgesehen? Unterschätzt. Unterschätzt, dass er vielleicht zu wenig Vertrauen hatte in den unglaublichen Markt.
Das ist eben, nein, also die reissen uns die wassernden Hände aus. In China arbeiten 700 Mitarbeiter für den Maschinen- und Walzenhersteller. Viele davon sind schon jahrelang beim Konzern. Seit kurzem bildet Bühler seine Arbeiter selber aus. Und weil wir merken, dass das chinesische Schulsystem extrem theoretisch ist. Und mit dem kriegen wir nicht die Arbeiter und Mitarbeiter, die wir brauchen. Und da haben wir jetzt angefangen mit einer Lehrwerkstatt, wo wir zusammenarbeiten mit den lokalen technischen Schulen, damit wir die mehr praktische Ausbildung haben, damit sie effektiv die Leute bringen, die wir brauchen. Nur gut ausgebildete Arbeiter liefern auch die gewünschte Qualität. Auf die Qualitätssicherung wird großen Wert gelegt und auf den Plakatwänden immer wieder angemahnt. Jedes Meeting fängt an mit Qualität. Immer. Es gibt keine Diskussion. Weil einfach, ich gucke, wir haben gesehen, wie meine Kultur anbringt. Für Peter Müller von der Fachhochschule St. Gallen sind seine direkten Kontakte mit den Schweizer Firmen vor Ort wichtig. Er besucht sie deshalb zweimal im Jahr, um Projekte für seine Studenten an Land zu ziehen. Wie ist mein Prozess? Wie muss ich da führen, damit ich sie auch ausbilde? Das ist so ein bisschen das Grundkonzept. Und das könnte man dann multiplizieren. Ja. Dieter Vögtli kommt eine Zusammenarbeit mit den Studenten der Fachhochschule gut gelegen. Denn wir haben nie Zeit, wir sind so am Wachsen, wir sind so immer beschäftigt mit Alltag, dass wir keine Zeit haben, uns um die grössten Aufbauarbeiten zu kümmern. Und das denke ich, war jetzt ein ideales Beispiel für so etwas. Ein weiteres China-Projekt für die Studenten der Fachhochschule St. Gallen ist damit schon in Sicht. Auf der Fahrt zur Firma Geberit. Vorbei an den unzähligen Neubauten. Zeugnisse des chinesischen Wirtschaftsbooms. Das Hauptquartier von Geberit Asien in Nanxiang. Peter Müller hat mit seinen Studenten bei der Geberit letztes Jahr eine Marktabklärung gemacht. Very good. Let's go upstairs. Die Geberit produziert hier für den asiatischen Markt mit regionalen Unterschieden. Bausituationen sind unterschiedlich und das hat auch zur Folge, dass man andere Produkte machen muss. Zum Beispiel Singapur, Korea hat von der Spültechnik her Unterschied. Und so tun wir uns da anpassen und uns auf die lokalen Gegebenheiten ausrichten. Die Testwand von Geberit. In China montieren vor allem angelernte Arbeiter die sanitären Installationen. Und die müssen geschult werden. Das Grundkonzept ist eigentlich, dass man gute und schlechte Beispiele demonstrieren können. Oranges Wasser ist schlecht, blaues Wasser ist gut. Und so können wir sehr gut zeigen, unseren Installateuren, unseren Partnern, unseren Kunden, wie sie Produkte verlegen, wie sie sie richtig anwenden. Und so wirkt sich eine schlechte Abwassermontage aus. Generell ist das Ausbildungsniveau immer noch relativ tief. Es gibt keine ausgebildeten Sanitärinstallateure oder Sanitärplaner. Das heisst, wir haben hier noch eine wesentlich grössere Aufgabe, eigentlich, um die Leute so auf unseren Produkten zu schulen, dass schlussendlich auch die Installation richtig klappt. Geberit hat in China einen Marktanteil von rund 10% im mittleren und oberen Preissegment. Eine besondere Herausforderung für jede Firma ist die Logistik. Denn die Entfernungen sind riesig. Wir liefern eigentlich von da auf direkt auf Baustelle in Gesamtchina mit unseren Strassentransporteuren. Natürlich, und das muss klappen, das muss richtig Material zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Müllers Studenten machten letztes Jahr bei der Geberit eine Marktabklärung. 24.000 Franken hat Geberit für die Studie bezahlt. Die Studenten investierten 1.000 Stunden in dieses Projekt. Ein System, das ist übrigens, weißt, magst du dich vermutlich erinnern, ist ja schwerer, wenn du es in die Hand nimmst, oder? Das war eine gute Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Team von Geberit mit Studenten aus der Schweiz, aber auch Studenten von der Tongji University, die dann zusammen erarbeitet haben, die strategischen Stossrichtungen, auch gewisse Sachen bestätigt haben für uns und uns geholfen haben, den Markt eigentlich noch besser zu verstehen und weiterzuentwickeln. Und das in einem Markt, der mit 1,4 Milliarden Chinesen scheinbar unersättlich ist.
Wer vom boomenden chinesischen Markt profitieren will, kann das auch von der Schweiz aus. Wie man die lohnendsten Investments findet, erfahren Sie jetzt. Bei mir ist jetzt Gerhard Wagner, Spezialist für Schwellenländer bei Swisscanto. Wir haben es in der Sendung gesehen, China boomt. Die Experten gehen für das zweite Quartal von einem Wachstum von 10% aus. Wie sehen Sie das? Wir erwarten ebenfalls ein Wirtschaftswachstum von mehr als 9% im zweiten Quartal, sogar im dritten Quartal. Unsere Schätzungen beruhen auf den vorauseilenden Konjunkturindikatoren, die für China publiziert werden. Diese Indikatoren haben eine Aussagekraft von ca. 4 bis 6 Monaten. China ist ja immer noch ein kommunistisches Land. Kann man dann als westlicher Anleger einfach chinesische Aktien kaufen? Ich glaube, der kommunistische Charakter Chinas zeigt sich am Aktienmarkt vor allem durch diese hohe Regulierung. Das heißt, es ist eigentlich praktisch unmöglich für ausländische Investoren, Aktien am Börsenplatz Shanghai oder Shenzhen zu kaufen. Allerdings haben sehr viele chinesische Unternehmen auch eine Notierung in Hongkong oder sogar in den USA. Und dann können Anleger dort chinesische Aktien kaufen. Welche Branche wäre dann besonders spannend? Also für uns ist immer noch das Thema Infrastruktur sehr, sehr spannend. Warum? Jedes Jahr ziehen ca. 20 Millionen Chinesen vom Land in die großen Städte. Diese Leute haben ein Bedürfnis nach Energie, nach Anschluss an Wasser und nach Zugang zu öffentlichem Verkehr. Und das sind Sektoren, die aus unserer Sicht über die nächsten 10 Jahre sehr attraktiv sind. Wie sieht es denn auf der anderen Seite aus mit dem Risiko bei chinesischen Aktien? Grundsätzlich ist es so, dass natürlich der Markt für Schwellenländer, für chinesische Unternehmen ein sehr großes Risiko annimmt. Allerdings ist das aus unserer Sicht übertrieben, wenn wir über 10 Jahre an Investitionen in die Infrastruktur oder in den Umwelttechnologiesektor in China denken, sind wir nicht sicher, ob das Risiko höher ist als in etablierten Branchen in der westlichen Welt. Wenn wir beispielsweise an den Bankensektor denken oder an die Aktienperformance der UBS über die letzten 4 Jahre, dann sieht man, dass dort auch große Risiken drin gesteckt haben. Ja, oder man könnte direkt in Aktien von Schweizer Firmen investieren, die in China geschäftet. Was wäre dort besonders spannend? Traditionell denkt man da schnell an die Maschinenbauer, also an Schweizer Unternehmen, die Maschinen an chinesische Unternehmen verkaufen, die dann Produkte produzieren können. Ein schönes Beispiel ist das Unternehmen aus Thun, Meyer Burger. Dieses Unternehmen stellt Maschinen her, mit denen chinesische Unternehmen Solarmodule produzieren können. Der Großteil des Umsatzes von Meyer Burger wird heute in China erwirtschaftet. Ja, in dem Fall wäre das ein schöner Weg. Besten Dank für die Informationen, Gerhard Wagner. Das war's für heute von Cash TV aus Shanghai. Am nächsten Sonntag erfahren Sie, wie ein Schweizer Unternehmer in Singapur mit Tampons Geld verdienen will. Bis dann. Das war Cash TV mit Swisscanto Anlage und Vorsorge. Dem Hauseigentümerverband Schweiz und green.ch, dem sympathischen Anbieter für Internet, TV-Hosting und Datacenter.